den Vergleich ziehen. Ist H2K wirklich das deutlich bessere Team oder hat Fnatic einfach einen schlechten Start gehabt? So, um anzufangen, würde ich sagen, dass H2K auf dem Papier in allen Positionen und als Team meiner Meinung nach gerade stärker ist. Oh, schon mal nicht so ein guter Hookie auf Jankos, der nicht der down ist. Nicht. Der kommt sogar noch mal raus. Jesus, boah, der geht down in der Zeit. So, es versucht zu engagen. Ein Kill für Reckless in der Zeit. Shay hält einiges aus. Roxar, ja, natürlich ist der Flash noch bei Oduamne ab, aber ja, wird auch CC hat man eigentlich auch hier, um den Gegner lang genug festhalten zu können. Und Oduamne, der wird hier nicht mehr wegkommen. 100 AP, First Blood für Broxar. Gut gemacht. Und Camille CC, wie man hier sehen kann, ist halt geht man noch mal rein. Ja, und der ist halt wirklich nicht schlecht. Twitch versucht hier ordentlich Schaden zu machen. Schon wieder der Kokon, der dich getroffen hat. Aber Nuklear kriegt man trotzdem. Und Jankos, der steht jetzt in drei Mann. Heal von Fnatic ist draußen. Jesus geht down. Man bekommt auch noch Elise. Gut gemacht. Reckless versucht jetzt noch einen dritten Kill zu bekommen. Aber das sollte hier nicht für ihn möglich sein. Fnatic stompt H2K gerade vom Angebote. Wird zwar festgehalten, aber da kommt schon wieder Jesus. Und der ist wirklich eine CC-Maschine. Schafft es halt die Gegner lange festzuhalten. Gutes Fass von Gragas. Und Reckless, der schafft es immer wieder auch jetzt an den Gegnern zu machen. Damit die nächsten Kills und hier die Möglichkeit, den ersten Kniff zu holen. Fnatic klatscht H2K in absoluter Boss-Manier. Aber unten ist der letzte Innenbindgefahr. Schöner Flash. Das Fass ist schon mal draußen. Der Kokon sitzt zwar, aber da muss man jetzt selber ein bisschen aufpassen auf Seiten von Fnatic. Okay, das ist Reckless. Chase Reckless down. Macht halt super viel Damage. Richtig gut gemacht mit dem Flash in der Air. Jesus schafft es, Nuklear festzuhalten. Der Nexus jetzt unter der Hälfte und Reckless, der überlebt halt einfach. Reckless mit dem Tanky-Bild auf Twitch. Are you kidding me? Fnatic und den Bart voll. Stomped H2K weg. Wir sehen eine Vayne. Halleluja. Also, ich muss sagen, das ist ein Pick. Den siehst du halt nicht alle Tage. Aber zu verringern, das hat ihn nicht gut getroffen. Reckless auf der Top-Lane, Thresh ist auch da. Damit sollte man den Kill bekommen. Der geht an Reckless. Reckless will sich hier den Red Buff nehmen. Das ist auf einer Wayne super strong. Man versucht jetzt, den Red Buff zu stehlen. Oh, schon mal nicht. Und ein guter Hook hier auf Jankos, der nicht der down ist. Nicht. Der kommt sogar noch mal raus. Jesus, boah, der geht down in der Zeit. So, es versucht zu engagen. Ein Kill für Reckless in der Zeit. Shay hält einiges aus als Supporter. Schafft es auch noch mal sein Adi-Carry ins zu bringen mit dem Fraß und da der nächste Kill für Reckless. Nuklear, der muss jetzt gucken, dass er wegkommt. Schafft es aber nicht, keine E mehr. Und Caps holt sich seinen zweiten Kill. Nee, der kommt nicht mehr ran. Er hat Flash. So ist Fighten. So ist hat noch einen GA. Und geht sogar für den Re-Engage, weil man weiß, man kommt hier so nicht mehr davon. Schaden macht man auf jeden Fall. Rice mit der Ult, um dazu zu stoßen. Oh, und das ist ein Großteil des Teams von Fnatic. Man geht jetzt rein. Wir wippen schon so gut wie down. Der kommt aber nochmal weg. Er ist LeBlanc. Schön aus. Und hier ein bisschen geheilt. So ist wieder mit dem Engage auf Nuklear. Hier kommt Reckless von der Seite. Wir biffen. Der ist down. Und du haben im gegnerischen Team. Aber da kann er nichts machen. So ist muss ein bisschen einen Gang zurückschalten, aber dennoch GA, also beide Türme zerstört. So ist. Oder geht versucht hier LeBlanc so ein bisschen abzuhalten. In der Zeit tut man sich den Tamkench. Man geht zurück in die Base und das ist das zweite Spiel für Fnatic. Shit! Richtig schön gemacht von ihnen. Wirklich gute Rotation dabei. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Es gibt keine Gefahr für Twitch. Jay wird hier nochmal festgehalten, die Aurelion Zoll holt und damit der nächste Kill und gleichzeitig auf der Botlane holt man sich Nuklear. 5:1 für Fnatic und der kleine 700 Gold Vorteil, den H2K hatte, der ist jetzt wieder komplett umgedreht worden. Was zur verdammten Hölle ist hier los? Ja, vielleicht können wir was holen, wer allerdings der Root sitzt hier noch nicht, dann genauso wenig von Verbiffen und der wird jetzt getötet von Caps. Nicht schlecht gemacht, guter Engage von Reckless mit der Ult. Man jetzt auch nutzen müssen, Caps geht aber schon down, man sieht noch nicht mal Jankos, der mit dem Repel hier gut wegkommt. Oduamne hinterher mit dem Stun. Die Ult von Jizzes bringt ihn aber nochmal auf sichere Distanz. Reckless kann sich hier schon mal einen Kill holen. Holt sich den zweiten nicht. Der geht an Kha'Zix. Oh, so ist. Muss ein bisschen aufpassen. Wird geheilt. Roxar mit dem Double. Torn von Shen tritt aber nur Oduamne. Der ist der Tank. Und da geht man rein auf Verbiff. Die Aurelion Solo diesmal nicht so gut. Aber Jizzes, der ist da. Kann die Gegner in der Ult halten. Schön gemacht. Hier holt man die Gegner ein nach dem anderen. Ace. Caps überlebt sogar und das ist auf jeden Fall ein Ace. 5:1. Auch wenn man den Supporter aufgeben musste. Also der hält hier einiges aus, trifft nicht den CC auf Jankos, da ist aber zum Glück noch Jizzes da. Und eigentlich sollte man den Baron hier kriegen, wenn man nicht so wenig Schaden machen würde. Der Smite geht aber trotzdem an Kha'Zix
Und so ist, hätte sich sogar was von Jankos holen können. Nein, der ist da. Duclair wird festgehalten. Shay geht auch da und Caps fliegt immer nach oben. Will den Gegnern den Weg abschneiden. Und da hat man Verbiffen nochmal. Der hat keinen Mana, der kann nichts machen. GGWP! Slowt ihn auch noch. Verbiffen versucht innerhalb der Reichweite zu bleiben. Aber Caps spielt das wirklich gut. Odo Abner, der letzte Überlebende, ist es praktisch weit, der von ihm abgehalten wird, die Base zu verteidigen. Und das ist das 3:0, wie du es predicted hast, bloß für das andere Team. Ist. Aber wer? Ja, wer achtet da schon? Insane! Meine Damen und Herren, das hier ist eine der größten Überraschungen in der jüngsten Vergangenheit. Ja, es gab viele, die gesagt haben, H2K, die sind doch eigentlich recht schwach. Ich war keiner davon. Ich bin ganz ehrlich, ich habe dieses Fnatic als das schwächste Playoff-Team eingeschätzt. Schlechter als Splice, deutlich schlechter als Splice. Ich möchte so ehrlich sein, wie es sich eben obliegt. Und jetzt haben sie hier performt gegen die Jungs von H2K. Und zwar auf einem Niveau, was ich ihnen niemals zugetraut hätte. Ja. Worauf sie jetzt absolut stolz sein können und was natürlich das Herz von all den Fnatic-Fans da draußen absolut erwärmt.